Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Spielereihe von mir. Und jetzt möchte ich Spiele spielen, die im Winter spielen, also zur Winterzeit, die mit Schnee und Eis und allem, was so dazugehört, zu tun haben. Aber eben noch nicht so diese typischen Weihnachtsspiele, sondern die sich mehr so auf die Jahreszeit beziehen, dass sie eben im Winter spielen und damit was zu tun haben. So wie auch dieses Spiel, das nennt sich Freeze, gefrieren, und damit fangen wir jetzt mal an. Also, du bist ein Ex-Krimineller, du hast schon in viele Häuser eingebrochen, aber in letzter Zeit hast du nicht in Häuser eingebrochen. Während du auf Reisen warst, ist deinem Auto das Benzin ausgegangen. Es ist sehr kalt draußen. Du siehst eine kleine Hütte in der Entfernung und fragst dich, ob jemand zu Hause ist. Vielleicht können sie dir helfen. Ja, dass wir uns einfach mal verhalten wie so ein ganz normaler Mensch und dahin gehen und klopfen. Nein, die Tür ist verschlossen. Hier ist ein Holzstapel, den können wir genauer besichtigen. Nichts hier, nichts hier. Nichts hier. Aber hier sieht es doch so aus. Ja, wir haben einen Schlüssel gefunden. Passt der vielleicht für die Tür? Nein, der funktioniert nicht an der Tür. Das muss für was anderes sein. Okay. Da waren wir ja am Anfang schon mal. Ja, es scheint so, als wäre niemand zu Hause. Und du entscheidest dich entgegen dein besseres Wissen und willst noch und brichst noch mal in ein Haus ein. Du bist sehr selten gefasst worden, bist in der Vergangenheit sehr selten gefasst worden. Und wer weiß, vielleicht wirst du ein bisschen Benzin finden. Aufs Dach steigen. Der Schornstein ist zu hoch, um ihn zu erreichen. Vielleicht könntest du etwas benutzen, das dir dabei hilft, da hoch zu klettern. Hier. Da ist nichts dahinter, außer ein paar Bäume. Ja, dieses Schild. Da sind keine Wörter auf dem Zeichen, nur ein Pfeil, der zur Hütte zeigt. Oh, ein Schneeball. Schön. Können wir damit vielleicht das Fenster einschlagen? Du kannst da kein Fenster mit einem Schneeball zerschlagen. Na, hast du eine Ahnung? Also nicht, dass ich das ausprobiert hätte, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass man mit wirklich voller Wucht einen Schneeball aufs Fenster wirft. Warum nicht? Ich meine, bei Doppelglasfenstern dürfte es etwas schwierig sein. Die nehmen wir nicht mit, die räumen wir zur Seite. Und finden ein Seil. Also was ich sagen wollte, ich denke, bei Doppelglasfenstern prallen so einfache Schneebälle, also ohne Steine drin natürlich, einfach ab und hinterlassen keinen Schaden. Seil. Jetzt sind wir auf dem Dach. Wir haben das Seil benutzt, um aufs Dach zu klettern. Ah, da ist so eine Falltür unter dem Schnee. Und da passt jetzt ganz sicher der Schlüssel. Und hinein in die gute Stube. Ja, hier das. Nur Dekoration. Auch nur Dekoration. Ja, das sieht so aus, als wird da nichts hier. Nur Klamotten. Da nichts drin. Leer.
Ja, das sieht so aus, als wäre das so die Ferienwohnung einer Familie oder ja, das ist eine extra Matratze und das Fenster öffnet sich nicht, weil das sieht doch mehr nach Kinderzimmer aus, so für drei Kinder, eine im Hochbett und eine im Einzelbett und eine auf der Extramatratze. Schon hat man in seinem kleinen Raum Platz für vier Leute. Ein Duschvorhang und dahinter ist dann wahrscheinlich die Dusche. Ja, also Waschmaschine und Trockner brauchen wir jetzt nicht. Nur ein Bild. Und das hier ist ein Spiegel. Ist auch fotorealistisch gehalten, sieht man ja alles. Seife brauchen wir nicht. Und Wasser funktioniert anscheinend nicht. Da ist nichts drin. Auch nicht auf die Toilette. Aber Toilettenpapier, das kann man immer gebrauchen. Im Papierkorb, da haben wir die Schere gefunden. Taschentücher brauchen wir auch nicht. Wir sind nicht erkältet. Wir sind hier rechtzeitig ins Warme gekommen. Naja, okay. Hier ist erstmal nichts. Oh, schönes Wohnzimmer. Ja, aber wir haben keine Zeit, Fernsehen. Hier die Schublade kann man öffnen und da haben wir einen Umschlag gefunden. Der fühlt sich an, als wäre was drinnen. Vielleicht kann man den aufschneiden. Oh, eine Kreditkarte. Schön. Und hier ist so der Küchenbereich. Ein dekorativer Tee. Eine dekorative Teekanne. Und ein Wasserkocher, der ist leer. Küchenrolle. Hier, leer, leer. Da ist nichts. Scheint wirklich nur eine Ferienwohnung zu sein. Oh, wir haben einen Topf gefunden. Aber hier kann man wohl nicht viel machen. Da lässt sich nichts anklicken, da lässt sich auch nichts öffnen. Aber im Gefrierfach ist was drin. Da ist ein Block Eis und da ist irgendwas drin gefroren. Hier ist eine Kerze. Ja, die sieht irgendwie aus, als wäre sie an. Und hier sind Schneeschuhe, die ebenso aussehen wie Tennisschläger. Aber im tiefen Schnee sind die, glaube ich, ganz gut, wenn man damit geht. Habe ich noch nie ausprobiert, ob das Spaß macht, ob man da gut vorankommt. Aber ich glaube, da bleibt man eben an der Oberfläche und kommt dann schneller voran. Das ist nicht so ermüdend, wie dauernd einen halben Meter einzusinken. Aber, naja, ich glaube, in Süddeutschland ist schon ziemlich viel Schnee, aber hier in Berlin ja noch nicht so. Und da braucht man weder Schneeschuhe noch, naja. Was, das ist ein Ofen? Ja, ein Ort, um einen Topf hinzustellen. Mein Gott, also mehr mit dem Zaunpfahl hätte der Steller auch nicht winken können. Und den Eisblock packen wir da auch rein. Ja, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Feuerholz. Das liegt hier praktischerweise gleich daneben. Und das tun wir hier rein. Einfach anzünden geht natürlich nicht. Man braucht irgendwie so ein bisschen Papier, um das zu entfachen. Aber wir haben ja Toilettenpapier mitgenommen. Jetzt ist es brennendes Toilettenpapier.
Ja, und jetzt haben wir ein Feuer, das man nicht sieht. Einen Topf, den wir mit bloßen Händen anfassen. Und im Eis war ein Schlüssel. Hier war noch ein kleines Messer drin. Und ein schöner Holzstuhl. Ja. Diese Schachtel oder also Box ist verschlossen. Immer noch. Muss man schauen. Ja, die. Jetzt schauen wir mal rein in die Box, die wir geöffnet haben. Personal Security Safe User Manual. Also die haben wohl ein Safe irgendwo. Ja, da steht alles Mögliche. So ein bisschen Werbung. Ja. Ja, also nicht die Kombination weiter verraten und anderen Leuten nicht sagen, wo man den Safe hat und was man da reintun kann. Ja, die Kombination steht zwar nicht neben dem Safe, den müssen wir erst noch finden, aber hier ist auch schon die Kombination 1282. Ja. Und die kann nicht verändert werden. Sehr sicherer Safe, wenn gleich die Nummer dasteht. Eigentlich muss man sich den Code ja selber ausdenken und. Naja, erstmal zwei Ziffern eingeben und dann auf Enter drücken und dann noch zwei Ziffern und dann öffnet er sich, so wie es aussieht. Okay, dann suchen wir mal nach dem Safe. Was ist hier? Nur ein Abfluss. Es ist immer noch nur ein Abfluss. Und immer noch nur ein Abfluss. Aber wir haben beides behalten. Es ist nicht in den Abfluss gefallen und diese Kachel sieht lose aus. Mit dem Messer, aber vielleicht mit der Karte. Ja, wir haben die Kreditkarte benutzt, um die Kachel abzunehmen. Okay, dann öffnen wir mal den Safe. Eins, zwei, vier, acht. 2. Hier. Und öffnen ihn. Nein, es ist leer. Wieso würde jemand seine wertvollen Sachen nicht im Safe lassen? Ich schaue mich besser noch weiter um. Also im Safe ist nichts. Tja. Stillgestanden. Stehen Sie auf mit Ihren Händen über dem Kopf. Und du dachtest, dein Tag könnte nicht noch schlimmer werden. Zumindest brauchst du kein Benzin und kommst ins Gefängnis. Ja. Verblüffendes Ende, aber das ist das Ende. Zeigt leider keinen Abspann, das fehlt ein bisschen, aber nichtsdestotrotz verabschiede ich mich und sage Tschüss.